wüsste nicht, dass es geht. Jetzt weiß ich. Also das Brexit-Spiel oder das Spiel, das den Brexit thematisiert, heißt Not Tonight. Und das thematisiert es nochmal auf eine andere Art und Weise. Also ein bisschen lustig, ein bisschen dystopisch, aber auch sehr, sehr sozialkritisch. Ja, was bei Spielen natürlich auch immer noch ein bisschen anders ist, da kommen ja immer verschiedene Kunstformen zusammen. Also ein Spiel hat Audio, ein Spiel hat Narration, also eine Geschichte, oder ein Spiel hat ganz visuelle Merkmale. Und da kann man einfach anders nochmal mit erzählen oder anders auch Dinge transportieren als in anderen Medien. Das macht nichts besser oder schlechter, aber es ist einfach so, du kannst mit Spielen nochmal auf eine andere Art und Weise Geschichten erzählen. Da könntest du dir eigentlich auch das unlimitiert kaufen, dann hattest du es für immer. Echt? Ja. In diesem Spiel spielt man so ein bisschen so einen Immobilienhai, der darauf anfängt, okay, ich habe nicht so viel Geld, ich lasse meinen Studenten einziehen, die sind billig und die Wohnungen sind billig, aber ich kriege viel Kohle rein. Sobald man dann später irgendwann sagt, hey, ich will aber mehr Geld machen, schmeißt man die Studenten raus und baut stattdessen Familienwohnungen, die dann auch mehr Geld einbringen. Also es sollte so ein bisschen was Satirisches mit drin haben, aber nicht zu aufdringlich sein dabei.
brauche meine Hilfe. Okay, ich helfe dir, warte. Nein, ich brauche jetzt. So, stopp, stehen bleiben. Wir wollten eben so die Verbindung schaffen zwischen virtuell und real und deswegen fanden wir das eine gute Möglichkeit, eben Distance Violence einzubringen und es macht Sinn vom Spiel her, dass man sich auch die Hand gibt, weil während man Sim spielt, denkt man zum Beispiel an Klippen oder an Kanten oder man hat Herausforderungen, die man nur zu zweit lösen kann und wir fanden das eben eine gute Erfahrung, wenn man sich dann halt auch wirklich die Hand geben würde. Es gibt die großen Produktionen und es gibt ganz viele kleinen. Und die kleinen, die können dann nochmal meistens mehr Sachen ausprobieren, weil die unter nicht so einem großen wirtschaftlichen Druck stehen wie die großen. Und genau das ist wichtig zu zeigen.